Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Wahlergebnis bekannt. Abgegebene Stimmen 132, Ja-Stimmen 69, Nein-Stimmen 61, Stimmenthaltungen 2. Herr Dr. Richard von Weizsäcker, Herr Dr. Richard von Weizsäcker hat über die erforderliche Mindestzahl von 67 Stimmen hinaus 69 Stimmen erhalten und ist damit zum regierenden Bürgermeister gewählt. Ich frage Sie, Herr Dr. Richard von Weizsäcker, ob Sie die Wahl annehmen. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Im Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats haben Sie, Herr regierender Bürgermeister, vor der Übernahme Ihres Amtes folgenden Eid zu leisten. Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch, getreu der Verfassung und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen. Ich bitte Sie, den Eid mit der Schwurformel, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, oder ich schwöre es, zu leisten. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich darf Ihnen nunmehr die Ernennungsurkunde überreichen und Ihnen im Namen des ganzen Hauses bei Ihrer Arbeit im Interesse und zum Wohle Berlins Glück und Erfolg wünschen.